Dualismus des Glaubens. Matthäus Kapitel 6, Verse 6 bis 8. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Manche Dinge im Glaubensleben ergeben menschlich gesehen keinen Sinn. Deswegen sind sie sicherlich nicht verkehrt oder falsch. Aber wir stoßen hier eben zwangsläufig an unsere irdischen Grenzen, weil wir nicht logisch denken können in dem Moment, wozu wir aufgefordert werden. Und es ist einfach auch nicht logisch, wozu wir aufgefordert werden, manchmal. Hier einige Beispiele. Erstens, beten, obwohl Gott schon vorher weiß, um was wir bitten wollen. Zweitens, Buße tun, obwohl Gott allein zur Buße führt und erwählt. Drittens, Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens annehmen. Viertens, das Wollen und Vollbringen aus Gottes Hand nehmen. Fünftens, aktive Nachfolge trotz Gottes souveräner Heiligung. Hinzu kommt das Wirken Gottes in ganz unterschiedlichen Punkten und unter bestimmten Gegebenheiten, die uns manchmal auch zu kritischem Nachdenken führen sollen. Das ist sogar mitunter der Punkt, wo einige glaubensmäßig dann auch aussteigen. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben, und dennoch sind es Worte aus dem Heiligen Geist, die über die Jahrhunderte hinweg zu uns gesprochen haben und es bis heute noch tun. Die Bibel wurde von insgesamt ungefähr 40 Schreibern in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben. Und zwar von Männern, die durch den Heiligen Geist dazu auserwählt und befähigt wurden. Das alles kann einen begeistern oder auch verstandesgemäß so zusetzen, dass man Gott nie so wahrnimmt und versteht, wie es eigentlich möglich wäre, wenn man glaubt. In Philipper 2, Verse 12 bis 16 schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Auch hier wird uns tatsächlich zugemutet, mit Furcht und Zittern unsere Seligkeit zu suchen. Ist das nicht ein Widerspruch zur Werke unabhängigen Gnade? Kann man das so sehen, wenn man es will? Möglicherweise. Aber ist das wirklich die Realität, an die wir glauben sollen? Entspricht das der Wahrheit, dass wir arbeiten müssen für unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern? Es geht um Glaube und in dem Zusammenhang um Respekt vor Gott. Wer kann ihn ergründen? Wir haben nicht Gottes Einstellung und auch nicht seine Gedanken. Auch wenn Gott schon von ferne alles weiß und sieht, sollen wir dennoch bitten, laufen, arbeiten, glauben und zittern und auch fürchten. Es wird uns nicht schaden, sondern uns letztlich stärken, uns trainieren, uns erhalten, uns bewahren, uns tüchtig machen und uns auch Frieden geben. Im Herrn, in Gott, in Jesus Christus. Gott ist der El Shaddai, also übersetzt der Allmächtige,
der keinen Anfang und kein Ende hat und in einem Licht wohnt, wo niemand hinkommen kann. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein einziger Tag, und keiner ist ihm gleich. Und wenn Gott diesen himmlischen Dualismus zulässt, der manchmal auch widersprüchlich klingt, und damit gegen jeden menschlichen Verstand vorgeht, und unser Verstand kann Gott ohnehin nicht erfassen, dann ist das sein gutes Recht und zeigt doch hier nur seine Souveränität und seine Allmacht. Gott will nicht in erster Linie verstanden, sondern geliebt und für glaubwürdig gehalten werden, respektiert werden. Aller Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Auch dass dieser ewige Gott uns als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist begegnet, sprengt unsere Vorstellung und unseren Intellekt, das sowieso. Wenn wir beten, ist das weit mehr als nur Dank, Fürbitte, Anbetung und Bekenntnis, sondern auch Ausdruck einer Beziehung zum Allerhöchsten. Was tat zum Beispiel Adam im Paradies vor dem Sündenfall? Er wandelte mit Gott im Garten. Adam ging mit Gott spazieren und sie haben sich ausgetauscht und unterhalten und Gemeinschaft miteinander gehabt, wie zwei richtig gute Freunde. Es geht nicht nur um bloße Existenz und darum, dass Gott die Steine aus dem Weg räumt, durch das Evangelium, durch die Vergebung der Sünden, die er uns zugesprochen hat, durch den rettenden Glauben, den er schenkt. Sondern es geht um ein perfektes Miteinander in Liebe, in Vertrauen, in Respekt, in Freude und das bis in alle Ewigkeit. Und dass wir hier auf Erden manchmal auch leiden müssen, manche Dinge nicht verstehen und mit manchen Dingen auch zu kämpfen haben, weil diese Welt ist dämonisiert. Das hat auch seinen Sinn und seinen Zweck. Die Heiligung ist nötig und ohne diese Heiligung, ohne diese Erfahrungen, die wir machen müssen in dieser Welt, werden wir Gott auch nicht sehen. Auch das hat einen tiefen Sinn. Jesus hat gelitten. Und er hat gesagt, dass so wie er verfolgt wurde, werden auch wir verfolgt. Sicherlich in einem anderen Maß, aber ohne diese Anfechtungen, ohne diese Probleme geht es eben nun mal nicht. Aber das muss uns keine Angst machen. Und Paulus sagt, wir sollen uns sogar darüber freuen, wenn wir mancherlei Anfechtungen haben. Denn es dient uns zum Besten und es ist auch eine Ehre für Gott, manchmal auch zu leiden. Und segnen.